Hey Leute, ich bin gerade auf dem Weg ins Kino und zwar gucke ich mir anlässlich des 60. Geburtstags von Godzilla seinen neuen Film an. Ja, der gute alte Godzilla. 60 ist er geworden und in den letzten Jahren hat er mehrere gute Auftritte, mehrere schlechte Auftritte gehabt, also im Laufe der letzten 60 Jahre. Zu schwer zu verdauen ist der Auftritt, den damals Roland Emmerich unseren kleinen Godzilla verdient hat, der ja da eigentlich nur zum Tyrannosaurus Rex degradiert worden ist. Mal gucken, wie es mit dem Neuen aussieht. Auf alle Fälle, was der Trailer erwarten ließ, schon beeindruckend. Allerdings, ja, man weiß nie genau, wie viel der Trailer nachher der Wahrheit entspricht. Was natürlich auch interessant ist, wir haben Mr. Heisenberg im Trailer gesehen. Allerdings eher wieder als der Vater von Malcolm, was die Frisur angeht. Das wird auch interessant, wie es jetzt vom Comedy-Star zum Drama-Serien-Star hin zum Action-Star die Metamorphose vor sich geht. Sind wir mal gespannt. Und natürlich auch, ob Godzilla der einzigste oder das einzigste Riesenmonster ist, was in dem Film kommt, oder ob wir vielleicht doch ein Mothma sehen oder vielleicht einen riesigen Mech, der gegen Godzilla kämpft. Ich meine, es sind Sachen, gerade Mechs, die gegen Godzilla kämpfen oder so, die in den letzten Jahren doch immer wieder die japanischen Godzilla-Filme geprägt haben. Wobei es gibt natürlich jetzt auch den Trend, dass Godzilla als der Freund der Menschen dargestellt wird. Hauptsächlich in irgendeinem drittklassigen Zeichentrickfilm, der nicht mal ein Anime war, sondern von Amerikanern produziert war. Aber hey, wer kümmert sich darum? Auf alle Fälle, ich werde mir jetzt nachher den Film angucken und ich berichte euch dann anschließend, wie ich ihn fand. Bis gleich also. So, jetzt bin ich aus Godzilla rausgekommen und das Erste, was ich mache, ich werde einen Vergleich ziehen. Letztes Jahr ungefähr zu der Zeit kam ein anderer Film raus, der ja, in eine ähnliche Kerbe gestoßen ist, nämlich Pacific Rim. Und man muss sagen, Pacific Rim war eher der Nerd Attack. Es war eher witziger, hat eher ja, mit Klischees gespielt, während Godzilla versucht, viel stärker ernsthaft zu sein. Naja, so ernsthaft, wie es halt nun mal sein kann für einen Film mit 300 Meter großen Echsen. Aber er versucht es zumindest. Was mich positiv gestimmt hat, ist, dass der Trailer zwar relativ viel verraten hat, allerdings der vermeintliche Hauptdarsteller ja nicht wirklich der vermeintliche Hauptdarsteller war, sondern der eigentliche Hauptdarsteller eigentlich gar nicht in den Trailern zu sehen war. Dadurch hat es ein klein bisschen einen neuen Twist bekommen im Verhältnis zu dem, was man in den Trailern gesehen hat. Problem war nur, dass der eigentliche Held total aussagelos war. Ja, die einzigste wirkliche Qualität ist, dass er so viel Glück hatte, dass er nahe so viel einstecken konnte wie Godzilla selbst. Allerdings ist das nicht wirklich ein sehr gutes Zeichen für ihn. Was mich hingegen weiterhin positiv überrascht hat, war die neue Prämisse. Ich meine, Godzilla wurde damals vor 60 Jahren als Reaktion auf die Bombenabwürfe von Hiroshima und so weiter in Japan und deren Angst daraus entwickelt. Also ja, Godzilla als die naturgewordene Waffe sozusagen. Godzilla jetzt in der Neuinterpretation hat auch eine Prämisse, allerdings nicht jetzt unbedingt die Atomwaffe, obwohl es nicht zu wenig Atomwaffen in dem Film gibt, sondern bezieht sich da eher auf ja, Hiroshima, nicht Hiroshima, Fukushima und so weiter, was ja ein neues Trauma in der japanischen Bevölkerung hervorgerufen hat. Und in diese Kerbe springt das wie damals eben in den 50ern, Nachkriegszeiten von Hiroshima, so springt der neue Godzilla jetzt in die Kerbe von Fukushima. Das fand ich jetzt persönlich ein netter kleiner Effekt. Ansonsten muss man sagen, ja, der Film war jetzt nicht
so doll kränkelt an den gleichen Sachen wie damals, wie hieß der Film? Warte, ich habe den Battlefield LA, nämlich dass ja, das amerikanische Militär ja versuchen muss, die Welt zu retten und die sind sowieso die Besten und natürlich der Held und ja und so fort. Das hat einfach ein bisschen zu viel Pathos. Ich meine, okay, es passt besser als dass nachher New York gerettet wird von einem Franzosen, der Geheimagent Schrägstrich Reporter ist. Also das passt schon ein bisschen besser, aber es war trotzdem ein Ticken zu viel Pathos drin. Da hätte man jetzt mal ein bisschen runterkurbeln können. Ja. Ansonsten, was ich auch schön fand, weil ich gerade gesagt habe, New York und so weiter. Natürlich muss die USA bedroht werden. Allerdings, wie sie bedroht wird, das ist in dem Film ja besser rübergebracht. Und natürlich hat Godzilla auch seinen Ursprung in Japan. Und der Weg dahin ist logisch aufgebaut. Mehr oder weniger. Also es macht auf alle Fälle mehr Sinn, als dass ein riesiger Tyrannosaurus Rex in New York aufsteht und im Madison Square Garden seine Eier legt. Es macht mehr Sinn. Nicht viel, aber es macht Sinn. Ja, was lässt mich noch zu sagen? Ja, Godzilla tritt eigentlich relativ spät in Erscheinung. Dennoch gibt es gute Monster. Also, und die Aufgabe von Godzilla ist die des der Naturgewalt, die allerdings für Balance sorgen soll. Versuche jetzt hier nicht zu viel zu spoilern, nur so viel. Und diese Prämisse gibt uns die Möglichkeit, weitere, also mit dem Ende und auch mit dem, was man am Anfang des Films gesehen hat, gibt uns die Möglichkeit, dass wir wahrscheinlich noch weitere Godzilla 2014 Franchise-Erweiterungen sehen können. Ob es jetzt einen wirklichen Motter geben wird, das sei mal dahingestellt. Also für alle, die jetzt den Film gesehen haben und nicht wissen, was der eigentliche Motter ist. Beim eigentlichen Motter handelt es sich um einen riesigen Schmetterling, der auch schön aussieht. Nur für diejenigen, die jetzt Motter gleichsetzen mit irgendeinem Viech, was zufällig in dem Film vorkommt. Ja, das war es eigentlich auch schon. Für Popcorn-Kino war es gut. Die Kämpfe, was ein großer Vorteil war gegenüber, ich habe ja vorhin schon Pacific Rim erwähnt, gegenüber dem Pacific Rim-Film ist es, dass bei dem Film, dadurch, dass sehr viele Menschen und Soldaten und so weiter drumherum wuseln, man doch ein viel besseres Gefühl für die, ja, Größe der Monster bekommt. Das ist bei Pacific Rim nicht unbedingt gegeben. Das fand ich jetzt hier rum besser. Ansonsten die Kämpfe, ja, die erinnerten, also es gab ein paar Szenen, die wirklich gut gemacht sind. Und dazwischen gab es ein paar Szenen, die wirklich daran erinnert haben, wie früher ein Mann im Godzilla-Gummianzug Plastikgebäude eingerissen oder Styroporgebäude eingerissen hat. Jetzt nicht, dass ich sowas nicht mag, ich finde sowas toll und gerade in diesen Szenen, da fühlte ich mich zu Hause, weil das ist so, wie ich Godzilla, die ersten Godzilla-Filme noch in Schwarz-Weiß gesehen habe. Aber, tja, für eine US-Produktion, was ja der neue Godzilla sein soll, war es zum Teil ein bisschen schäbig. Aber ich muss sagen, auf alle Fälle mein Godzilla, das war wieder so ein richtig hebiger Typ. Und als er dann mal richtig das Maul aufgerissen hat und ja, seine Special Moves sozusagen abgefeuert hat, ja, da ist mein Herz aufgegangen. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, toller Film, freut euch drauf. Wenn ihr auf große, böse Monster steht, dann gibt es momentan kein größeres und böseres Monster als Godzilla. Macht's gut und danke, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Film.